So, live auf Facebook funktioniert. Hallo allerseits. Schön, dass du zuguckst. Der Anlass ist ja weniger erfreulich. Die Corona-Pandemie ist jetzt in aller Munde. Ich habe ja schon, wie du vielleicht festgestellt hast, auch schon persönlich schon mal was dazu gesagt, nämlich, dass es jetzt darauf ankommt, dass wir alle möglichst etwas tun, etwas finden, wie wir uns nützlich machen können. Aus diesem Anlass, ich gehe jetzt ab heute, ab sofort bin ich in der freiwilligen Isolation. Wieso, weshalb, warum? Wenn ich nicht auf der Straße rumrenne, gibt es einen potenziellen Überträger weniger. Ob ich es persönlich kriegen würde, weiß ich nicht, aber so oder so, ich könnte Überträger sein. Wir wissen ja nun schon seit einigen Wochen, dass das auf uns zukommt, dass die Situation nicht gerade leichter wird, sondern erstmal schwieriger wird, bevor sie wieder leichter werden kann. Dementsprechend habe ich mich auch schon eine ganze Weile darauf vorbereitet, bin also, ihr wisst ja, ich bin Fußgängerin, ständig in den letzten Wochen von A nach B gerannt und habe meine Vorräte entsprechend aufgestockt und gestern bin ich dann noch runtergegangen zu meiner Nachbarin, habe dann Bescheid gegeben, dass ich ab heute eben in die Isolation gehe, dass ich heute nochmal einkaufen gehen würde. Sie hat mir spontan angeboten, dass sie mit ihrem Auto mich durch die Gegend fährt, dass wir dann nochmal gemeinsam die letzten Einkäufe erledigen. Mir ging es dann noch darum, dass ich da noch das eine oder andere Angebot mitnehme in Sachen Getränke, dass ich da also auch mit auf der sicheren Seite bin. Ja, jetzt sind wir per Du. Also kann man schon mal sagen, Corona muss nicht einfach nur immer schlecht gesehen werden, sondern es hat auch eben den netten Nebeneffekt, dass man oberflächliche oder mittelintensive Beziehungen dann noch etwas weiter vertieft. Also dass du beispielsweise mit meiner Nachbarin, finde ich schon mal sehr angenehm. Ja, wie gesagt, ab heute in der Isolation, wer es sich leisten kann, in Anführungsstrichen, sollte das ebenfalls tun. Ich bin ja nun in der komfortablen Position, dass ich als Online-Arbeiterin, also sprich als Social-Media-Coach, sowieso von zu Hause aus arbeite. Dementsprechend fällt mir diese soziale Isolation jetzt nicht so wahnsinnig furchtbar schwer. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es bei dem einen oder anderen von euch anders aussieht. Dazu meinerseits erstens eine Feststellung, ihr seid nicht allein. Und ihr solltet euch jetzt auch nicht irgendwie schrecklich und unter Druck fühlen nach dem Motto, die Welt geht jetzt unter und ich bin noch nicht richtig vorbereitet, oh Schreck, oh Graus, furchtbar. Sondern wir haben jetzt auch noch alle eine gewisse Zeit, um unsere Vorbereitungen abzuschließen. Ich denke, es wird noch einige Wochen dauern, bis wir so den richtigen Knick haben, wie es in anderen Ländern ja schon der Fall ist. Wichtig ist jetzt eben die sozialen Kontakte, soweit es irgendwie geht, herunterzufahren. Wie gesagt, ich arbeite ja nun mal online. Ich weiß aber, dass viele von euch vor dem Problem stehen, wie funktioniert das hier jetzt alles? Und vor allen Dingen, wie sind so die Alltagsprobleme zu handeln? Daher habe ich mich entschieden, das ist auch so mein Beitrag. Ich erzähle einfach so die Dinge, die mir dazu einfallen, was ich so feststelle. Ein ganz großes Problem ist natürlich die Betreuung von Kindern. Für kleine Kinder habe ich noch keine Lösung gefunden. Das ist also etwas, wo ich momentan noch am Suchen bin. Für Kinder, die im schulpflichtigen Alter sind, möchte ich eine Lösung vorschlagen. Und zwar folgendes. Wir alle wissen, dass ältere Personen, also Oma und Opa, in der direkten Betreuung entfallen, weil sie die Hauptrisikogruppe darstellen. Allerdings möchte ich jetzt mal auf Folgendes hinweisen. Wir haben die Möglichkeit, eine sogenannte digitale Betreuung auch auf die Beine zu stellen. Wie meine ich das? Wenn Kinder alt genug sind und verständig genug sind, dass sie sich in einem Raum aufhalten können und ein PC aufgestellt ist, der live streamt und auf der anderen Seite sitzt dann Oma oder Opa. Und kann dann eben auch sagen, Hans-Karl, komm da runter, du gehst jetzt da nicht, kletterst nicht auf dem Regal hoch oder ähnliche Dinge. Dann ist da doch auch schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung wieder getan.
Das wäre ein Lösungsansatz, den ich mir jetzt so gestern schon die ganze Zeit überlegt habe. Wie kriegt man das hin, dass da zwei Fliegen auf einmal mit einer Klappe geschlagen werden? Zum einen die Betreuung von Kindern in gewisser Weise, und wenn es auch erstmal nur übergangsweise ist, bis man eine weitere Lösung gefunden hat, in einigermaßen adäquater Form hinzubekommen. Und ich denke mal, die Kinder kennen die Großeltern sind auf der einen anderen Seite auch isoliert durch diese ganze Situation. Und das ist vielleicht auch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Kinder haben, wenn auch nur per PC, einen direkten Ansprechpartner, den sie kennen, den sie fragen können, dem sie auch mal ein Bild zeigen können oder was sie gebastelt haben oder dem sie was erzählen können und auch mal ihre persönlichen Sorgen loswerden können. Die Eltern sind entlastet, weil sie wissen, mein Kind weiß Bescheid, geht vielleicht mal an den Kühlschrank, macht sich vielleicht mal eine Schnitte Brot. Ansonsten hält das Kind sich im Badezimmer, in der Küche und sonst in dem Zimmer auf, wo eben der PC geöffnet ist, wo meine Eltern, also die Großeltern des Kindes, mit aufpassen können und Ansprechpartner sind, während ich auf der Arbeit bin. Wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, die ich ebenfalls sehe, ist auch die Betreuung durch professionelle Lehrkräfte und durch Kindergärtnerinnen, die sich eventuell selbst gerade in Isolation befinden, die in Quarantäne stecken, die wissen, ich würde gerne helfen, ich darf nicht helfen, weil ich dadurch die Situation vielleicht verschlimmern würde. Aber es gibt hier vielleicht auch da die Möglichkeit, sich auf dem kurzen Wege untereinander zu verständigen. Ihr alle wisst wahrscheinlich, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt zur Schule beziehungsweise zum Kindergarten, wo eure Kinder drin sind oder wo eure Cousinen, Cousins, Neffen, Nichten untergebracht sind normalerweise. Und da kann man ja auch mal nachfragen, wie sieht das aus? Kann man sich das vorstellen? Dass man da so in kleinem Maße einfach auch nochmal so zusätzliche Lösungen mit anbietet. Dritte Variante in Sachen Kinderbetreuung und auch in Sachen einfach mal so ein bisschen Freizeit dann auch für die Eltern mit hineinbringen, wäre die Möglichkeit, dass du und ich, also Leute, die nicht professionell mit der Kinderbetreuung betreut sind, also die das nicht professionell machen, dass wir uns da in gewisser Weise auch mit einbringen, sofern wir das können. Ich kann beispielsweise persönlich nicht die Verantwortung dafür übernehmen, auf ein Kind so auf diese Art und Weise aufzupassen. Bin ich nicht für geeignet. Ich weiß, dass ich da einfach, dass das wäre nichts. Vertraut mir, das ist einfach so meine persönliche Einschätzung. Jeder kennt sich ja selbst am besten. Was ich aber beispielsweise beitragen kann, ist, dass ich dann in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Ankündigung einfach dann auch mal eine Stunde zeigen kann, eine Stunde mit einbringen kann und dann vielleicht Märchen vorlese oder zeige, wie man irgendetwas bastelt. Dass dann Kinder, die in der Zeit dann zugucken, davon dann einfach auch ein bisschen was haben und dann abgelenkt sind in der einen oder anderen Weise. Und dadurch vielleicht dann auch so kleine Puffer entstehen, Zeitpuffer, in denen die Eltern sich nicht um die Arbeit, nicht um die kompletten Probleme, die gerade entstehen und auch nicht um die Kinder kümmern müssen. Wieso finde ich, dass das sehr wichtig ist? Weil ich selbst weiß, wie frustrierend und enttäuschend es ist, wenn du in einer solchen Situation das Gefühl hast, alleingelassen zu sein. Ich habe meine Großmutter über mehrere Jahre gepflegt und ich hätte sonst was dafür gegeben, so zwischendurch einfach mal ein Buch lesen zu können, ohne das Gefühl zu haben, da könnte jeden Augenblick irgendetwas passieren und immer in Hab-Acht-Stellung zu sein, sondern einfach mal so das Gefühl zu haben, ich kann jetzt mal ein bisschen runterfahren. Ich konnte das damals einigermaßen kompensieren durch den mobilen Pflegedienst, durch den ambulanten Pflegedienst, den meine Oma und ich uns damals schon im Vorfeld gemeinsam ausgesucht hatten. Solche Dinge entfallen aber momentan. Das heißt, diejenigen, die eben insbesondere die Alleinerziehenden haben jetzt momentan ein ganz großes Problem, dass sie sich um alles alleine kümmern, dass sie auch das Gefühl haben, alleingelassen zu werden.
Ich kann nur sagen, ihr seid nicht alleingelassen. Es gibt ganz viele Menschen, die sicherlich auch bereit sind, in irgendeiner Form zu helfen. Gibt's weiter, sprecht es einfach mal im eigenen Bekanntenkreis an. Der eine oder andere möchte vielleicht auch selber aktiv werden. Das ist jetzt eine Situation, die uns über die nächsten Wochen und Monate begleiten wird. Situation, in denen wir alle darauf trainiert werden, uns möglichst zu isolieren, möglichst im Haus zu bleiben, möglichst keinen direkten Kontakt zu haben. Ich sage jetzt mal, Lagerkoller lässt grüßen. Es wird Menschen geben, die sowieso mehr introvertiert sind, denen wird das leichter fallen. Es wird Menschen geben, die es gewohnt sind, Homeoffice-Arbeit durchzuführen. Aber es wird auch eben ganz, ganz viele Menschen geben, für die das absolutes Neuland ist. Für diese Menschen ist es jetzt wichtig, dass wir da gemeinsame Möglichkeiten finden. Ich habe jetzt mitbekommen, dass die Kirchen sehr aktiv sind. Zurzeit für alle, die in religiöser Form sich mit dem Thema Coronavirus auch auseinandersetzen möchten. Aktuell laufen in diversen Kirchen Programme an, wie Gottesdienste beispielsweise live gestreamt werden können, über YouTube und über andere Plattformen. Es wird überlegt, wie Online-Gottesdienste stattfinden können. Es wird alles Mögliche überlegt. Und das ist ein Aspekt, den wir in allen Bereichen unserer Gesellschaft jetzt brauchen. Das heißt, diejenigen, die von einem Thema etwas verstehen, können sich untereinander kurzschließen und überlegen, wie können wir uns gegenseitig jetzt helfen. Mein Angebot an der Stelle, ich werde jetzt sicherlich alles, was ich so an Problemen im Alltag sehe, werde ich versuchen, Lösungen zu finden, Lösungen zu analysieren und Lösungsansätze anzubieten. Ich erzähle dann einfach mal so von meinen Gedanken, was mir so an Ideen kommt und gebe das gerne weiter, ergänzt es und denkt daran, wir müssen jetzt darauf achten, dass es nicht darauf hinausläuft, dass die Arschlöcher in unserer Gesellschaft diejenigen, die egoistisch sind, diejenigen sind, die hier den Ton angeben. Es geht darum, dass wir zusammenarbeiten. Es geht darum, dass wir die Schwächsten in der Gesellschaft schützen. Und das sind diejenigen, die alleinstehend sind, die alt sind, die krank sind, die pflegen, die eventuell auch gepflegt werden. Das sind die Personen, die auf die mehrere dieser Kriterien zutreffen. Also das sind diejenigen, um die es jetzt geht. Es geht nicht darum, dass es ganz furchtbar schrecklich ist, dass wir jetzt alle nicht das machen können, was wir jetzt gerne tun würden. Es geht jetzt darum, dass wir die Menschen schützen. Und wer das nicht einsieht, sondern denkt, dass es wichtiger ist, auf irgendeiner Party rumzulungern oder irgendwo durch die Gegend zu rennen und alle möglichen Leute anzuhusten, weil er oder sie der Meinung ist, wird schon nichts Schlimmes passieren. Da kann ich nur sagen, da kann es jetzt nicht sein, Leute. Also, arbeiten wir zusammen, suchen wir nach Möglichkeiten, wo wir zusammenarbeiten können. Was ich eben an Einfällen habe, werde ich so regelmäßig rausposaunen. Würde mich freuen, wenn es von euch genauso passiert, dass wir einfach unter diesem genialen Hashtag, der aus Berlin kommt, die Nachbarschaftschallenge, dass wir da einfach mal gucken. Was gibt's so in der Gegend? Was gibt's eventuell auch, was wir digital machen können? Das ist der Hashtag, den ich da ergänzt habe, digitale Nachbarn. Das ist das eine. Meine Fachrichtung ist ja alles, was mit Social Media, mit Internet und Technik zu tun hat. Wenn einer von euch eine konkrete Frage hat, nach dem Motto, ich habe hier jetzt gerade Programm X, wie funktioniert das hier? Dann sagt Bescheid, dann machen wir einfach mal auf die Schnelle hier irgendwie eine Möglichkeit, wo dann auch andere von profitieren können, wo alle mitkriegen, okay, bei Zoom funktioniert das so und so. Und wenn ich eine Besprechung habe, wo dann ein bisschen persönlicher wird, kann man Breakout-Räume nehmen und dann nur zwei Personen in einem Raum und ähnliche Dinge. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, digital zu arbeiten und auch digital in Verbindung miteinander zu bleiben, egal in welchem Alter man ist. Die Jungen sind jetzt in der Pflicht, ihren Eltern, ihren Tanten, Onkeln und auch den Großeltern telefonisch oder auch per Videokonferenz zu zeigen, wie das eine oder andere funktioniert.
Leute, ihr seid mit den Dingern groß geworden. Ihr wisst sogar noch weitaus mehr als irgendwelche Experten wie meiner einer, die es sich über die letzten Jahrzehnte erarbeitet hat. Ihr seid damit groß geworden. Ihr seid jetzt wirklich in der Position, ganz, ganz vielen Leuten zu helfen, indem ihr euer Wissen weitergibt. So, das war's jetzt von mir, von meiner Seite aus. Ich freue mich, wenn es den einen oder anderen von euch gibt, der ebenfalls so denkt, der auch der Meinung ist, dass wir jetzt zusammenarbeiten müssen. Schaut nach unter diesem Berliner Hashtag Nachbarschaftschallenge. Sind eine ganze Menge Aktionen schon unterwegs. Ganz klasse. Mein Hashtag bezieht sich auf alles, was digital läuft. Also wo wir uns digital online untereinander unterstützen können, miteinander arbeiten können. Also alles, was in irgendeiner Form in Richtung digitale Betreuung, digitales Miteinander reden oder einfach auch mal sagen, mir geht's heute scheiße, kann einer helfen. Das ist alles, läuft alles unter digitale Nachbarn. Ja, ich, wie gesagt, ab heute in der freiwilligen Isolation. Wer es machen kann, dem empfehle ich das ebenfalls. Umso weniger Leute momentan auf der Straße sind, desto besser ist es. Umso weniger Menschen im Moment als potenzielle Gefahrenquellen für andere durch die Gegend rennen, umso besser ist es. Also Leute, es geht um Menschenleben und das Ganze wird nicht von heute auf morgen vorbei sein. Und wir können auch nicht darauf hoffen, dass es irgendwie Pling macht und alles ist wieder gut, sondern es wird sich über Wochen und Monate hinziehen. Es wird Auf und Abs geben. Und es wird ganz, ganz schreckliche Situationen geben. Und darauf müssen wir uns einstellen. Aber wenn wir es gemeinsam hinbekommen, zusammenzuhalten, dann ist das ein wenig einfacher für uns alle. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, hinterlasst sie mir. Ich antworte zeitnah darauf. Haltet die Ohren steif, wenn irgendwas ist. Meldet euch, wenn ich euch helfen kann. Ansonsten, wenn mir irgendwas Neues einfällt, wo ich denke, das oder das eine oder andere könnte vielleicht eine Lösung für den einen oder anderen darstellen, melde ich mich von meiner Seite aus. Macht's gut, haltet die Ohren steif, geratet nicht in Panik. Wir kriegen das in irgendeiner Form auch wieder hin. Macht's gut. Tschüss.